Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspieler, willkommen bei meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch mal über ein ernsteres Thema sprechen. Und zwar wurde ich durch einen Bericht inspiriert. Und worum es geht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Heute möchte ich mit euch über das Thema LARP-Burnout reden. Und abgeleitet von dem richtigen Burnout ist das eben einfach der Zustand, wenn man einfach nicht mehr kann. Nicht körperlich und auch nicht psychisch. Diesen Zustand möchte natürlich keiner von uns erreichen und deswegen möchte ich euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr denn so einen LARP-Burnout vorbeugen könnt. Der erste Tipp hier wäre von mir, nehmt euch Zeit für euch, für eure Grundbedürfnisse. Wenn ihr Hunger habt, dann esst. Wenn ihr Durst habt, dann trinkt. Wenn ihr müde seid, dann legt euch hin und schlaft. Habt keine Angst, irgendwas zu verpassen. Ihr werdet mehr verpassen, wenn ihr nicht fit seid und nicht aktiv mitspielen könnt. Lasst euch von anderen Spielern nicht antreiben und anstacheln, wieder ins Spiel hineinzugehen. Hört auf euren Körper und welche Bedürfnisse dieser hat. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es sehr wichtig ist, auf seine Bedürfnisse zu hören. Gerade wenn man auf so einer Con ist, wenn man viele Erfahrungen sammelt, viele Eindrücke auf einen einwirken. Besonders dann ist es wichtig, auch mal Ruhe für sich und seinen Körper zu nehmen. Auch wenn ihr meint, dass es Anlässe gibt, immer im Spiel dabei zu sein, zum Beispiel, man ist da mit seinen Freunden, man möchte mit den Freunden spielen oder man hat viel Geld dafür bezahlt. Man war schon lange nicht mehr LARPen und man möchte vor allem nichts verpassen. Aber trotzdem sollten all diese Gründe niemals vor eurem körperlichen und psychischen Wohl stehen. Du wirst merken, dass dir dein Körper es einfach dankt, wenn du dir auch mal Ruhe gönnst, wenn du dir etwas Leckeres zu essen gönnst und auch den Aspekt, einfach mal duschen zu gehen, gerade nach ein, zwei Tagen, wenn man dann im Wald unterwegs war und total dreckig ist, das braucht man auch mal und danach fühlt man sich gleich viel besser und kann besser ins Spiel starten. Also hör auf deinen Körper, nimm dir Zeit für dich, vor allem deine persönliche Zeit, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich und habe niemals das Gefühl, dich vor anderen rechtfertigen zu müssen. Auch wenn das ein etwas ernsteres Thema war, hoffe ich, euch damit ein bisschen helfen zu können. Und ich weiß nur für mich, ich bin ein Mensch, ich brauche zwischendurch mal Ruhe, ich merke das auch. Ich habe einen Biorhythmus von ungefähr 7 bis 21 Uhr, das ist so die Spanne, wo ich relativ aktiv sein kann und dann ist einfach Schluss für mich. Das heißt, auf einer Con ist halt auch ab 0 Uhr völlig Pumpe bei mir, da kann ich nicht mehr und da muss ich ins Bett. Dann stehe ich am nächsten Morgen wieder um 7, 8 Uhr auf und bin fit. Und das solltet ihr auch tun. Hört auf euren Körper und auf das, was ihr braucht. Mich würde interessieren, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Deswegen schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen sammeln konntet mit dem Thema LARP-Burnout. Und damit verabschiede ich mich auch wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut.